So, jetzt müssen wir irgendwie... Ist ein bisschen gewuchert in den 10 Jahren. Hier müssen wir irgendwas drüberlegen, aber was? Den Wetter. Die Wetterfahne. Oh. Okay, wir bauen uns einen Weg aus den vorhandenen Sachen, wie es scheint. Das ist nix. Ich drehe mich mal lieber um hier. Da ist auch nix. Team Radio ist jetzt Matschepappe. Ja, ist sie. Aber sie hat es so gewollt. Ich gehe mal nochmal einen Schritt zurück, ob hier irgendwas nichts sichtbar ist. Okay, weiter. Wir gucken uns mal an, ob sie wirklich Matschepampe ist. Hier ist nichts. Selbst der Einkaufswagen ist noch da. An den kann ich mich noch erinnern. Und zwar sah es genauso aus. Guck mal, die hat jetzt hier aber so ein... Ach, hier ist der Hund. Oh. Mülltonne. Eine Blechdose haben wir. Okay, die wird uns helfen. Wobei, das ist ja Blech. Ja. Ja. Okay, hier ist so weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier eine Blechdose. Könnte vielleicht eines der Metalle sein, ne? Oh, ich glaube, die ist Matsch. Aber die hat da... was Persönliches. Vinci oder Vinci-Anhänger. So, was haben wir denn noch? Das ist nur das. Nein, auch nix. Okay, da kommen wir immer wieder in das Bild. I want to believe. Adventures Terror. Hm. Was ist das hier unten? Auch nichts. So, gucken wir mal hier. Da liegt ein Schuh. Ey, was macht die denn hier? Warum sieht das so aus, wie es aussieht? Hey, Hassa. Gott sei Dank hast du Halloween unbeschadet überstanden. Es ist schon alles in Ordnung, oder? Du wirst um Halloween immer so still. Lass deine Fans wissen, was passiert ist. BHR Webclub Brisbane, Australien. Mhm. An BHR. Hey, komm zu uns und, Such nach Nessie. Schottland braucht die Hilfe von Emma Harry. Du musst beweisen, dass es das Monster von Loch Ness wirklich gibt. Wir wissen alle, dass es da unten ist. Okay. Hallo BHR, bitte komm vorbei und berichte über unsere Dorfhexe. Einige sind der Meinung, dass Ol Grinny wieder aktiv ist. Wir brauchen dich. Bethany, Trevor und Doreen. Hier ist auch so eine Kiste, aber die können wir nicht benutzen. Castaway. Eine Angel. So eine Spielzeugangel. Noch irgendwas? Es wird einfach für politisch beendet erklärt. Ganz einfach. So, hier haben wir nichts. In Blackwell, Missouri, geschehen seltsame Dinge. Die Leute behaupten, dass Satanismus, Geister und unheilige Riten dort an der Tagesordnung sind. Das klingt doch ganz nach deinem Geschmack, Emma. Also warum schaust du nicht mal vorbei, hm? Die Legenden sind wahr. Menschen werden gejagt. Die Vampire sind zu den Hügeln, die einst ihnen gehörten, zurückgekehrt. Wir brauchen deine Hilfe. Die Menschen müssen von der Wahrheit überzeugt werden. Inga und Ludwig aus Heidelberg in Deutschland. Heidelberg. Heidelberg.
Ich sehe hier aber nichts weiter, ne? Hier vielleicht noch in der Totalen was? Nein. Ach, dieses Fietschen ist schlecht für die Ohren. Noch hier irgendwas? Nein. Jetzt haben wir jedenfalls eine Angel, ne? Oh, was ist das da? Stille. Kostenlos für alle Leser. Moschi, Moschi, Entennudeln. Scorn. Radio-DJ verneint Panikmacher. Foto von Emma Harry. Ich weiß auch nicht, was die Vampire in ausgerechnet Heidelberg wollen. Und in den Bergen von Heidelberg. Hier sind Würmer. Lass mich raten, ich kann hier angeln. Hier nicht. Hier drüben? Nö. Aber ich glaube, wir haben jetzt die zusätzlichen fehlenden Sachen hier. Den Anhänger und ein Bild von ihr, ne? Für den Stein. Da können wir sie vielleicht retten. So, einmal rüber. Die Latte mitnehmen. Oh, die Latte hinlegen und rüber. Jetzt müssen wir bloß wieder die Steine finden. So. Das war gerade durch. Und, ja. Und recht, nee, zurück. Oh Gott, das ist so... Also das ist fürchterlich. Das war beim ersten zwar auch nicht so super, aber es war da. War besser gelöst. So. Sicherheitshalber speichern hier, falls hier irgendwas kaputt geht. Macht Heidelberg Wein? Ich weiß es gar nicht. Also wenn, dann keinen berühmten, oder? Wenn Heidelberg Wein macht. So, das hier und ein Bild. So, wahrscheinlich ruft die mich jetzt auch gleich an, ne? Auf dem Handy, was sie eigentlich gar nicht kennen könnte. Ich frage mich immer noch, wo eigentlich das Handy von uns ist, ganz am Anfang. What happened to me? It was Mia. I thought it was Mia, but then I was trapped. It felt like I was engulfed, swallowed by leaves, ivy, roots. How did you? You freed me. I know you did. I could see in my mind. Feel. Why is she doing this? She seemed possessed. Ach. There was a name screaming in my head. Baben. Who is Baben? What does she want? Angry, primal, vengeful. Her grief, it burned like fury in her eyes. Something feeding off her sadness. Twisting her wish into a curse. She just wanted to know what happened to her brother. We must undo her wish and then free her from the spirit that hides within her. I'll keep searching the woods. Ollie and Gus are still out there. Try and gain access to the old farmhouse. Find out what happened there. What or who did Mia make contact with? Tja. Mit was und mit wem? Aber wenn die jetzt alle wieder da frei sind... besteht da die Möglichkeit... Warte mal. Jetzt geht's schon wieder los. Wo muss ich... Nein. So. Der ist doch befreit. War ich da zwischenzeitlich wieder? Dann ist es doch hier leer, oder? Oh. Multitool. Dann gehe ich mal nochmal zum Strand, würde ich gerade sagen. So, zum Auto. So. Dann ist es jetzt bei ihr auch frei, ne? Schlaf gut.
Guck mal, jetzt ist alles frei hier. Mythologie-Spezial, Babin. Babin sieht alles, Babin weiß alles. Ihren Peinigern droht Fatales, Babin sieht alles, Babin weiß alles. Jedes Kind in der Barrow-Moor-Gegend in Cornwall kennt diesen furchteinflößenden Reim. Babin ist die gefürchtete Sahngestalt, die dafür verantwortlich ist, dass sich unfugtreibende Narren und gierige Räuber von den alten Gräbern aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit, die über die Moor und Wälder verstreut sind, fernhalten. In jedem Grab, ob tief unter der Erde, in einem Hügel oder vergraben, in Steinkisten befinden sich Grabbeigaben, die Schätze, die die Verstorbenen ins Jenseits begleiten sollen. Solche Schätze sind durchaus verlockend, vor allem für diejenigen, die die Hügelgräber tausende Jahre später entdeckten. Alle Flüche, Warnungen oder Drohungen waren in den kleinen ländlichen Gemeinden wie Barrow Hill oder Witchwood längst vergessen. Die Zeiten waren hart, vor allem in den Wintermonaten, und das Gold lag ihnen sprichwörtlich zu Füßen. Warum also haben sich die Dorfbewohner nicht an den Schätzen aus gleißendem Gold und edlem Bronze zu schaffen gemacht? Der Grund hierfür ist Babin, die Wächterin der Hügelgräber, die alte keltische Schamanin, die Dame der Herbstblätter, deren Name bei Abergläubischen Angst und Schrecken auslösen konnte. Ob Babin je existierte, ist eine bislang ungeklärte Frage. Für jede mythologische Erwähnung gibt es archäologische Beweise, die vermuten lassen, dass sie eine echte Person oder mehrere Personen war, die von den kornischen Clans dazu auserkoren wurde, Jahrtausend um Jahrtausend die Rolle der Babin zu übernehmen. Aha. Oh, es geht ja weiter. Die Babin war die Hexe der Toten, die Überbringerin von Herbst und Verfall. Ihr Platz war in den alten Hügelgräbern selbst, wo die Knochen der Ahnen von den Clans hochgeschätzt sicher lagerten. Die Knochen, vor allem die Schädel, wurden aus den Hügelgräbern hervorgeholt, wenn besondere Zeremonien oder religiöse Riten abgehalten wurden, wie die Sonnenwende oder die Tag- und Nachtgleiche. Die Knochen waren die Verkörperung der Ahnen, die die Clans selbst nach ihrem Tode noch befehligten. Für solche Schätze wurden ein Wächter benötigt, eine mächtige Hexe wie Babin. In Volkserzählungen wird davon berichtet, wie Babin ihre Gegner mit Efeu und Winden fesseln und in den Tod befördern konnte. Die armen Tölpel würden sich wie im Netz einer Spinne verfangen und dann langsam verenden. Eine gerechte Strafe dafür, die Toten zu bestehlen. Faktensammlung. Barrow Hill, Cornwall, keltische Mythologie, möglicherweise basierend auf einer Gottheit aus der Bronzezeit. Teich des Druiden, Wundsteine, Barrow Farm, alte Eiche. Halbwahrheit, einige Akademiker sind der Überzeugung, dass das Wort Babin einen Titel beschreibt und kein richtiger Name ist. Das würde das wiederholte Auftreten von Babin im Lauf der Geschichte in Sagen und Mythen erklären. Aha, verstehe. Haben wir noch irgendwas hier, außer Schuhe? Ich mache jetzt aber keinen Kaffee, oder? Nein. Bitte nicht. Kann man hier irgendwas machen mit den Dingern? Nee, ne? Ja, Tee. Die Frage ist, welchen Tee, ne? Und vor allem, was sammle ich hier mit ein? Da war doch, warte mal, ich hatte doch. Ich gucke erstmal hier hinten. Was ist das hier? Also, Nudeln isst sie ja gerne hier scheinbar, ne? Instant-Nudeln. Hier können wir Webseiten gucken. Aber das haben wir alles schon soweit durch. Ach, hier, warte mal, hier ist wieder was. Irgendwas, die standen doch für irgendwas, ne? Moment. Das ist, glaube ich, egal. Warte mal, wir. Was war das? Erfrischend. Mhm.
fokussierend. Toll. Belebend. Hier kann man nichts weitermachen. Keine Ahnung. Ja, ich hatte, glaube ich, Bilder gemacht von den einzelnen Sachen, aber das sind auch nur die Bilder von der Geschichte hier, also was wir jetzt gerade hier gesehen haben. Ich denke mal, das ist auch wichtig, sonst würde das jetzt hier nicht nochmal direkt zugriffig sein. Ne? Haben wir hier noch was? Das ist der Laptop, okay. Achso, die zwei Komponenten, ja, Moment. Oh, das ist schlimm. So. Das war hier unter Kraft, ne? Buchecker und Gerste, Thymian und Bitterkresse, Kohl, Rübe, Heidelbeere, Sauerapfel. Ich glaube, das sind die Farben, die, glaube ich, wichtig sind, ne? Da war doch irgendwas mit den Farben. Moment mal, wo ist das komische Buch? Irgendwas war doch mit den Farben. Stabilität, Mut, Kühnheit, Emotionen. Tja. Gute Frage. Wir gucken uns erstmal hier noch in dem Raum um. Wir können ja hier scheinbar mehr machen. Seitdem... Was ist das hier? Ungekochte Entennudeln. Was sind denn Entennudeln? Da können wir nichts machen. Was sind denn ungekochte Entennudeln? Die können wir bestimmt kochen, wa? Ja, das ist klar, das ist Nudelbild, aber Entennudeln? Nudeln mit Huhn verstehe ich, aber Entennudeln? Huhnnudeln? ja, 5 Minuten Terrine Entengeschmack. Ja, mit Hauchente. So, wir können also hier was reinpacken und wir können jetzt hier Dinge tun. Aber welche? Du kannst ja alles nehmen. Kannst du das hier reinnehmen? Wahrscheinlich kannst du auch noch mixen, oder wie? Belebender Erfrischungstrank. Wäre das egal gewesen? Ich kann's. Wäre das jetzt. Ist das hier bloß eine Finte oder was? Mit den belebender. Ich sag ja, das Spiel ist ein bisschen. Also. Der Vorgänger, der erste Teil war besser. Der war ein bisschen mysteriöser und creepier. Der hat hier Puzzles an der Tagesordnung, die ich nicht mal ansatzweise nachvollziehen kann. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Tja.
Ja, gib mir Modemgeräusche. Ja, also ich empfinde es wirklich nicht nachvollziehbar. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Mich würde echt interessieren, mit diesem Tee oder was es da ist, wie kommt man da drauf? Oder wäre es jetzt wirklich egal gewesen? Ich glaube. Naja, so, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier? Hier ist gar nichts. Wir haben noch einen. Warte mal, wo war denn der gewesen? Hier war doch auch noch hier. War das Gas? Nee, nicht Gas. Der Olli. Wo war denn der eigentlich gewesen? Wo war denn der gewesen, der Olli? Oh, es waren noch drei. Ja, drei waren doch als Pflanzen hier umgewandelt worden von der Mia, ne? Von der Babin. Den Gas haben wir, der war in der Telefonzelle. Sie war in dem Ding. Wo war der denn? Hier hinten, ne? War denn der? Kann sich das noch jemand dran erinnern? Der mit der Brille. Ach, hier. Was haben wir denn hier? Ein Anhänger. Der stand hier draußen. Blauer, lilafarbener Nekro-Anhänger. Abteilung Geschenke für geliebte Menschen. Ja, mir fehlt auch die Linie. Ich laufe hier bloß noch rum. Wir müssen noch zum Teich, weil wir da drin angeln müssen. Ja, zum Druidenteich. Wo auch immer der schon wieder ist. Warte mal, wir sind jetzt... irgendwo sind wir. Wo sind wir? Da unten sind wir. So, und der Teich ist links und dann geradeaus. Oh Gott. Links und geradeaus. Das sind die Steine. Siehst du, ist schon wieder verkehrt. Nee, das ist der andersrum. Geradezu jetzt. Nee. Meine Fresse. Da. 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 War die gerade da eben gewesen? Ich konzentriere mich hier gerade echt nur auf die großen. Waren wir nicht mehr? Doch, da. Also der Magnet geht nicht. Ach du Gott. Ja, ist klar. Pass auf, beim nächsten Mal holen wir die Titanic raus. Ach, hör auf. Glocke. Was ist denn... Was haben die denn für Müll reingeworfen da? Oh. Der Heilige Gral. Ein goldener Becher.
Warte mal. Wir haben Gold. Blech. Blech. Moment mal. Blech. Was für Metall? Das wird Zinn sein, ne? Wir haben Kupfer, Blei und Eisen. Eisen ist das Hufeisen. Ja, den Schuh, den können wir nicht mehr rausziehen. Das tut mir leid. Es fehlt nur noch Blei. Was ist denn Blei? Haben wir hier Blei? Kupfer. Hufeisen ist Eisen. Zinn. Gold. Es fehlt... Blei fehlt. Wo kriegen wir Plum Plum her? Ich hab kein Blei. Wahrscheinlich sind es die Entennudeln oder so. Das könnte ein Folgentitel sein. Aber den merke ich mir wahrscheinlich bis dato nicht. Verdammt. Es sei denn, ich sehe ihn nur zufällig in den Kommentar eingeblendet. Das stimmt, ein Bleirohr. Eieieiei. Das ist echt... Oh, bitte nein. Wehe. Sieht man das? Oh, bitte nicht. Ja, notieren, ja. Das heißt, wir haben alle Elemente dann theoretisch. Wo waren die komische Farm schon wieder? Ich weiß es gerade nicht. Wo waren... sag mal, wo waren das? Ich sag, das ist so verwirrend hier, das Spiel. Das ist völlig unnötig. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Ach doch, ich weiß... Ich weiß wieder, aber ob ich die Stelle wieder finde? Ich muss zum... Mal so, nach rechts. Geht gar nicht. Achso, ich muss erstmal rein. Nach rechts. Da. So. Und... Da wollte ich überhaupt nicht hin. Wo ist denn schon wieder das Kabel? Das war beim Traktor. Beim Traktor war das. Da. Und hier. Da. Meine Fresse. Oh. Achso, ich muss rangehen. Das geht ja nicht automatisch. I found them. They're safe. It's just Mia now. Please, if you can, save her. Whatever that... thing once, give it to her. You've made offerings before. What does Baben want? Was something stolen? What can we possibly offer?
Tja, was können wir denn anbieten? Einen alten Kristallanhänger können wir anbieten. Können wir überhaupt was anbieten? Wahrscheinlich die Entennudeln. Oder den Anhänger. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt das Pentagramm. In dem Pentagramm setzen wir jetzt hier die Gegenstände. Das heißt, auf der Spitze, wo auch immer die Spitze ist, Anhänger in Entennudeln, ja. Auf der Spitze ist Eisen. Also irgendwie an einer Spitze ist Eisen. Wahrscheinlich da, wo lila ist. Lila ist Eisen. Sehen wir irgendwie Farben hier? Nein. Aber hier, das ist Eisen, ne? Das Symbol könnte passen. Genau, das ist Eisen. Kupfer und Zinn im Spitz. Okay, Eisen. War das Hufeisen, ne? Eisen. Wenn ich richtig liege, ist... und es ist auch noch spiegelverkehrt, ne? Und Kupfer. So, dann gucken wir noch mal ins Buch. Das heißt, wir haben auf der Seite das O, das Gold, und links den Bleistift. Ja, links den Bleistift. Und... ich glaube... Beine, pass auf. Hier können wir wahrscheinlich graben. So, was haben wir denn jetzt hier? Huch. Darf ich das? Ich glaube, das war nicht richtig, ne? Das überhaupt nicht. Warte mal, das sind... Moment mal. Das sind Gegenstände von den Leuten. Gorta Lake for take. Okay, ich glaub, Lake for take. Das wird nichts. Deck fuller back, fuller here. Und mal Gegenstände wie folgt platzieren: Luft, Feuer, Geist, Wasser, Erde. Okay.
Ich klicke jetzt einmal bloß wild hier hin. Nee. Was auch immer mit der heidnischen Gebetsmühle ist. Leuchtet hier. Huch. Okay. Oh nein! Das war da. Nicht zurück. Okay, oder kann man... Ach du Scheiße. Das ist doch eher was für den Kopf. Okay. Weg. Das ist alles weg. Schau mal speichern. Also immer müssen wir den hier, ne, den Arsch retten. Ach, guck mal, wie sie da liegt. Die atmet nicht. Huch. Ach so. Wir haben das Böse abgewendet, ne? Stell dir mal vor, Babin hätte jetzt hier Tabula Rasa gemacht. End of the night with dawn fast approaching. We've survived the night on Barrow Hill. I may never understand the powers of the ancient past. Ich verstehe es auch nicht, die uralten Nächte. As the equinox draws to a close once again, the past retreats back to where it belongs. A braver soul than I made good a terrible wrong. There's a fine line between archaeology and grave robbing. I'll wait and see how tonight's events will be explained. But we know what happened. You've been listening to me, Emma Harry. Thanks for staying with me and listening to the fabulous sounds of BHR through the night. I'll be back on the air usual time. Till then, good night, listeners, wherever you are. Okay, wir haben gewonnen, ja. Ganz ehrlich, wäre ich diese Emma, ja, da in dem Radiosender, vor 10 Jahren und jetzt und könnte nicht erklären, was hier für Horrorgeschichten, unter denen man selber gelitten hat, ne? Ganz ehrlich, ich würde da nicht weiter wohnen. Wer wohnt denn da freiwillig weiter? Vor allem, wer wohnt denn da freiwillig weiter, wenn da nichts ist? Wer zieht bitte schön in irgendeinen Sumpf, an irgendeine Radiostation und fährt da jeden Abend hin, um da Mucke zu machen, wenn da überhaupt nichts ist? Da ist ja nichts. Ich meine, was ich schön fand bei dem Spiel, genau, es ist ein Fall für Mulder und Scully, es endet mit einem riesengroßen Fragezeichen. Ich finde es ja wirklich schön, dass sie, sagen wir mal, die Technik, die Art und Weise, das Einbetten von vorgerenderten Szenerien, Mini-Animationen und eben halt Videoschnipselchen vom ersten Teil weiterbehalten haben und das mitunter qualitativ ein bisschen aufgehübscht war, ja. Aber es gibt bisher keinen Teil 3. Wahrscheinlich ist es auch gut so. Also wenn Teil 3 so ist wie das, also ich bin, muss ich ehrlich sagen, den ersten Teil fand ich sehr experimentell interessant, ja, und war auch ganz, ganz gut. Aber der hier,
Das Schlimmste war eigentlich die Bewegung Navigation, weil man gar nicht weiß, wo man hin muss und dann das Pixel suchen. Ja? Wo muss was platziert werden? Warum muss was platziert werden? Das ist einfach nur pures Raten, hinklicken. Hinweise relativ selten und wenig. Irgendwo rückblickend betrachtet, erschließt sich zwar das ein oder andere, aber ich habe von der Geschichte gar nichts verstanden. Warum ist das jetzt passiert? Hat irgendjemand noch irgendwelche Gebeine genommen? Und warum konnten wir sie wieder besänftigen oder nicht besänftigen, indem wir Entennudeln an den Gebeinen von Babin hingepackt haben? Ich weiß es nicht. Was haben die Entennudeln jetzt gebracht? Einfach nur, weil den Hunger stillen? Symbolisch gemeint, ne? Und warum waren an den Füßen das Taschenmesser dran? Ich meine, das waren alles persönliche Gegenstände von den, ich nenne es jetzt mal Opfern. Ja, da war eine Geschichte dahinter. Definitiv. Aber es erschließt sich zum Beispiel auch nicht, warum der Mythos um Barrow Hill von vor 10 Jahren an der Stelle so in der Form weitergesponnen wurde. Das passt nicht. Ich meine, im ersten Teil hatten wir sich bewegende Steine, die die Leute aufgelöst haben und verschwinden lassen haben. Ne? Also getötet. Und ein Hund. Und jetzt haben wir irgendeine seltsame Ritualhexe, die aufgepasst hat, dass aus den Gräbern nicht irgendwelche Sachen gestohlen worden sind, wurden, täten. Und ich weiß gar nicht, was denen weggenommen wurde, dass die so abgedreht ist. Ich meine, die haben doch bloß eine Ritualbeschwörung gemacht. Ja, also. Ja, ich habe von den Darkfall mal gelesen, gehört. Ich glaube, ich habe es auch in der Steam-Bibliothek, aber gespielt habe ich es ja nie. Also, ich bin ja gerne für auch. Es ist ja so ein Pseudo-Wimmelspiel, ne? Oder Wimmelbildspiel. Ohne das jetzt in Richtung Wimmelbild zu packen. Also es gibt ja wirklich einige Wimmelbildspiele, sind sehr gut. Obwohl ich das Genre hier nicht so in der Form mag. Und das hat sowas Ähnliches davon. Die Rätsel, also ich fand sie weitaus kreativer und nachvollziehbar. Wobei das komische Kerzenrätsel in dieser einen Tropfsteinhöhle da, ne, das war auch ein bisschen seltsam. Welche Farben, in welcher Reihenfolge, das kam nicht so raus. Das war hier dann doch ein bisschen eindeutiger. Aber es war sehr konstruiert. Es ist schade, schade, weil das mit dem Mythos, mit den alten Legenden doch ein sehr interessanter Aspekt ist. Und sehr interessant ist dort eine Story zu generieren, um eben halt ein Spiel darauf aufbauen zu lassen. Also, aber trotzdem, die Story an sich, hatte ich ja gesagt, kränkelt, weil ich nicht weiß, warum da überhaupt Leute sind. Warum hat man denn da Flyer verteilt in dem Ort, in der Ortschaft, wo eigentlich gar keiner mehr ist, außer dieser Radiosender? Es war ja auch keiner da. Die Station war out of order, da war ja nichts. Da war ja auch alles vergammelt und verrostet, weil da ja seit Jahrzehnten gefühlt gar keiner mehr war. Da war der Grill auf dem Picknickplatz, war nicht mehr funktionstüchtig, ne? Da war ja alles kaputt und zermüllt, ne? Und weswegen haben sie dort Flyer verteilt? Ja, je mehr ich drüber nachdenke, frage ich mich, warum die da Flyer verteilt haben. Ah ja, okay. Ich schalte hier an der Stelle einfach erstmal kurz weg, ne? Und vielleicht gucken wir uns zumindest im Stream noch ein Spielchen an. Zumindest kurz reingucken. Hier an der Stelle, der dunkle Pfad bzw. Dark Path Barrel ist beendet. Vielleicht ist es auch gut so, vielleicht sollte man hier einfach auch, ne, das Grab zumachen und nie wieder öffnen. Deswegen, liebes YouTube, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.